Hallihallo, hier ist Buttercake und willkommen zu einem weiteren DF2 Gameplay Commentary. Diesmal geht es um die drei Waffen, die ich hier dabei habe. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber die hat irgendjemand von euch mal angefordert. Es sagt mal jemand, nehm mal den Huntsman und sonst irgendwelche zwei Waffen, aber Hauptsache mal den Huntsman. Und deshalb habe ich jetzt den Huntsman dabei. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, unter egal welchem Video von mir als Kommentar posten, was ihr mal gerne für Waffen sehen würdet. So wie derjenige es auch getan hat. Und dann kann ich darüber gerne mal ein Video machen. Das wird jetzt keine eigene Videoserie, so wie bei Shibby, How You See Damage oder sonst irgendwas. Sondern ich mache das dann ab und zu einfach mal in meine Commentaries, vielleicht auch mal Live-Commentaries, wie auch immer. Jedenfalls habe ich hier jetzt dabei den Huntsman als Sekundärwaffe, in Anführungszeichen Waffe Jarati. Und als dritte, als Nahkampfwaffe, den Bushwhacker. Das ist ein Buschmesser für den Sniper, das immer dann Critical Hits macht, wenn man eigentlich ein Mini-Crit machen würde. Im Gegenzug bekommt man dann mehr Feuerschaden. Das geht ganz gut zusammen mit dem Jarati, weil man sich dann nämlich selbst löschen kann, falls man brennt. Das gleicht das dann ganz gut aus und außerdem, wenn man jemanden mit Jarati abwirft, macht man ja normalerweise einen Mini-Crit, aber durch den Bushwhacker wird das dann ein vollwertiger Crit und das macht dann anstatt einen halbfachen Schaden, wirklich dreifachen Schaden. Und diese Kombination ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Ich würde schon fast sagen, overpowered, weil es keine andere Nahkampfwaffe gibt, meiner Meinung nach, mit der man so viele Kills macht, wie mit dem Bushwhacker, wenn man noch Jarati dabei hat. Abgesehen davon hat Jarati dann eben noch die Vorteile, dass man sich selbst und andere löschen kann. Und auch wenn man jemanden nicht dann mit dem Bushwhacker schlägt, bekommt man dann immer noch die Assists dafür, dass man jemanden abgeworfen hat. Und muss dafür eigentlich nur das SMG aufgeben, was ich aber eigentlich sogar bevorzuge, weil ich gerne selbst mit Scouts oder so umgehen kann. Aber die meiste Zeit in diesem Gameplay benutze ich dann doch wirklich den Huntsman, habe dann auch versucht, einige Kills damit zu machen. Hat nicht immer ganz so funktioniert, wie ich wollte, aber das Ding heißt nicht umsonst im Fachjargon Luxman. Und zwar, weil bei diesem Teil wirklich ein Haufen Glück involviert ist. Da gibt es mehrere Sachen, die mir nicht so gefallen an dieser Waffe. Das eine ist, die Hitbox von diesem Pfeil ist riesig. Man muss jemanden nicht genau treffen, damit man einen wirklich trifft. Man kann auch daneben schießen, so 10, 20 Zentimeter, und trotzdem ist es ein Headshot. Ihr seht das gleich in einem anderen Clip. Aber das hat damit zu tun, dass man, wenn man genau treffen müsste, auf einer bestimmten Distanz dann einfach nicht mehr treffen würde, einfach weil es zu schwer werden würde. Und das haben sie dann eben damit ausgeglichen, dass man ein bisschen daneben schießen kann. Ist alles kein Problem. Aber wo es dann wirklich problematisch wird, ist auf kurzer Distanz. Denn wenn einer wirklich nur einen oder eineinhalb Meter vor einem steht, ist es fast unmöglich, daneben zu schießen. Denn egal, was man tut, es ist fast immer ein Headshot. Auch wenn man einem dann in den Bauch schießt oder so, dann beamt der Pfeil sich manchmal einfach nach oben in den Kopf. Weil es eine Zielhilfe hat. Ich fände das eigentlich besser, wenn man präziser schießen müsste, wenigstens ein bisschen. Oder wenn wenn diese Toleranz von wegen daneben schießen auf einer größeren Distanz auch wirklich größer ist und auf einer kürzeren Distanz müsste man besser zielen, beziehungsweise präziser zielen. Das fände ich ganz gut. Aber so wie er jetzt ist, ist es nicht so meine Sache. Außerdem, warum man ihn Luxman nennt, ist, auf eine bestimmte Distanz kann man nicht mehr wirklich planen, ob der Schuss jetzt trifft oder nicht. Bei der Sniper zielt man auf den Kopf, entweder man trifft oder man trifft nicht. Aber wenn man mit dem Huntsman auf eine bestimmte Distanz schießt, dann kann man nicht perfekt einplanen, wo der Gegner hinläuft. Denn wenn derjenige weiß, dass man den Pfeil auf ihn schießt, dann wird er ganz bestimmt ausweichen. Also auch wenn er nach rechts läuft, ich kann so gut zielen, wie ich will. Wenn er merkt, dass der Pfeil kommt, kann er ohne Probleme ausweichen. Und deswegen ist da auch nochmal so ein kleiner Glücksfaktor dabei. Ich glaube, ja, hier, das war so ein Fall, wo der Scout mir einfach vor die Flinte gerannt ist. Ich habe einfach die linke Maustaste losgelassen. Irgendwie wurde es dann halt schon ein Headshot. Das ist nicht so ganz meins, ehrlich gesagt. Leider habe ich in diesem Gameplay nicht so viele Kills mit dem Bushwhacker gemacht. Ich kam einfach nicht dazu. Hier in der Verteidigung kommt gleich einer. Apropos Verteidigung.
Huntsman ist eher so eine Waffe, die man in Angriff benutzen kann, weil man damit auf die Gegner zugehen muss. Man muss etwas näher dran, weil eben, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man trifft, wenn man näher an jemanden dran ist. In der Verteidigung nützt einem das Ding nicht so viel, wie man hier sieht. Es kommt jetzt leider eh keiner aus dem Spawn, weil diese Heavy da netterweise voll am Spawn campen ist. Eigentlich hätte ich ihn dafür geslayed, also gekillt, aber wollte ich jetzt nicht machen, weil ich eben gerade am Gameplay aufnehmen war. Wie gesagt, ich habe mir überlegt, einen Taunt-Kill zu machen hier, aber es ging eben nicht, weil gespawn-campt wurde. Also habe ich mich dann dazu entschlossen, einfach runter zu jumpen und zu versuchen, diesen Soldier irgendwie in Pisse einzukleiden, aber es hat auch nicht funktioniert, also ziehe ich mich zurück und versuche mir den Sniper zu holen. Das Ding macht übrigens weniger Schaden. Ein voll aufgeladener Bodyshot mit der Sniper Rifle. Ah, Moment. Das war der Moment hier. Ihr könnt gerne nochmal ein bisschen zurückspulen. Ich habe diesen Heavy geheadshottet. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder nicht. Ihr könnt nochmal gerne zurückspulen. Ich habe diesen Heavy nicht gesehen. Er stand um die Ecke. Aber weil es der Huntsman ist, kann man damit auch treffen, wenn man eigentlich gar nicht trifft. Das ist dieser Aspekt. Wie gesagt, spult nochmal zurück, guckt euch diese Szene an. Sieht ganz lustig aus. Wo war ich? Ach so, genau. Ein voll aufgeladener Bodyshot mit der Sniper Rifle macht 150, der Huntsman nur 120. Macht das Ganze dann ein bisschen wett, dass man eben nicht präzise schießen muss. Aber ist halt nicht so effektiv gegen Heavies, wenn sie einen Medic haben, weil sie dann eben immer noch mit 70 HP überleben. Aber gut, im Angriff ist das Ding trotzdem ganz cool, wenn man am Kart ist. Weil man dann immer schön Munition bekommt und dann kann man spammen. Man bekommt Lebensenergie vom Kart, heißt, man muss sich nicht so viel Gedanken darüber machen, dass man Schaden bekommt, beziehungsweise Heilung bekommen muss. Aber in der Verteidigung ist es nicht so die geeignetste Waffe, da würde ich immer noch bei der Sniper Rifle bleiben. Abgesehen davon kann man wahrscheinlich auch mit dem Huntsman gut das Darwin's Danger Shield benutzen, das einem nochmal 25 HP gibt, weil man dann, wie gesagt, eher auf die Gegner zugehen kann und sich nicht so viele Gedanken drum machen muss, ob man jetzt Schaden bekommt oder nicht. So, das war es dann aber auch schon mit dem Gameplay. Hier sind wir jetzt fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!